Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Heute mal wieder in der hustenden Mondbasis, wie ihr das gewohnt seid. Und ja, der gute Bogus hier hat es tatsächlich immer noch sehr schwer auf seinem Asteroiden. Mega viel Stress, 76%, das ist auch noch nicht wirklich gesunken. Nicht viel zu essen. Ja, und sowieso kommen wir hier nicht so richtig wirklich weiter. Ich meine, so ein paar Sachen. Ja, wir haben uns hierher durchgearbeitet, aber da ist es auch zu kalt, glaube ich. Ja. Wieso da zweimal Wachstum gestoppt? Nee, keine Ahnung. Ist vielleicht auch wieder ein Bug. Ich weiß es nicht. So, ja, neuer Tag, neues Glück. Erstmal auf Toilette. Dann wirst du wahrscheinlich gleich wieder was gegen den Stress tun. Und wir brauchen auch noch wieder Algen und oh, der CO2 und ja, Verhungern-Meldung gibt's auch. Genau, erstmal was gegen den Stress tun. Deswegen, ich habe auch hier auf diesem Asteroiden, ich habe mir die Einstellung gerade schon angepasst, maximalen Stress angelassen, weil besser ist das. Genau, jetzt ist erstmal was. Und ja. Wir müssten eigentlich gleich nach dem... Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier gleich auf dem Asteroiden lasse oder ob ich ihn schon mal zurückschicke, aber ich würde auf jeden Fall ganz gerne hier auch noch einen Raum bauen. Wie groß ist denn das jetzt? 21, 22 Felder. Große Halle muss mindestens 32 sein. Okay. Dann werden es so 25, 28, 31. So haben wir dann auf jeden Fall genug und das Wasser dürfte uns trotzdem nicht im Weg sein. Einen Kantinentisch. Oder auch ruhig ein paar mehr. Einen Wasserkühler werden wir brauchen. Und einen Blumentopf. Ja, der Stress steigt, anstatt dass er sinkt. Moral ist auch wahrscheinlich schlimmer als eine Katastrophe. 5 von 8, ja. Ich glaube, Bogus, wir schicken dich gleich erst nochmal zu. Versuch erst nochmal kurz so auf den Damm zu kommen, aber ansonsten schicken wir dich gleich nochmal zurück und dann gibt's nochmal den Neustart. So, hier ist alles wie gehabt in Action. Wer noch nichts tut, denke ich mal, sind unsere Rover gerade, falls es sie überhaupt noch gibt. Okay, ah, da haben wir sie. Machen wir das mal so. Okay. Achso, da kommt jetzt jemand, ich wollte gerade sagen. Da wird uns allerdings ein bisschen Wasser hier gleich runterlaufen. Das müssen wir dann auffischen. So. Oh. Das hat nicht geholfen. Ist der Bug vielleicht behoben? Das wäre natürlich ein Traum. Da komme ich auch gar nicht mehr in Versuchung, den zu nutzen. Station oder was haben wir hier drunter? Ja, haben wir. Wer ist auf diesem Asteroiden?
Blow und Woven, okay. Ich denke, dass keiner von euch beiden. Oh doch. Ah ja, schon Flo ist ja auch hergeflogen. Dann würde ich doch sagen. Besorgen uns mal ein, zwei neue Wover. Weil das geht sehr schnell und hilft sehr viel. Vielleicht konnten die auch nicht so schnell gerade aufstehen, dass die deswegen jetzt hier einge... Wir zerlegen den nochmal. Einfach nur, um es zu testen, ob da jetzt noch 15 Kilogramm Wasser mehr rein oder rauslaufen. Oder auch noch ein bisschen mehr. Das bekommen wir ja gelöst. Ja, das mit dem CO2. Obwohl, wir könnten ja jetzt hier... Schlaf ist was anderes, ne? Ich weiß. Wo ist denn jetzt Flo? Bist du schon in der Rakete? Ne. Da unten. Ach, am Wischen. Ja, das ist natürlich Quatsch. Weil wir da gleich sowieso noch mehr Wasser rauslaufen lassen. Kann natürlich das Problem sein, dass wir gerade gar keine Aufträge... Doch, wir haben ja wohl Aufträge. Also wenn die, wenn dieser Trick noch funktionieren würde, dann hätten sie sich jetzt auf den Weg gemacht. Könnten natürlich den nach da versetzen. Dann den auch noch abzureißen. So, was macht denn unser Freund Boris? Wie geht's dir? Oh. Ja, wir kommen hier gerade so auf keinen... Das wird so nix. Kannst dich erstmal hier ein bisschen wieder erholen. Und dann starten wir gleich nochmal einen neuen Anlauf. so. Die Einstellungen können wir jetzt noch da übertragen. Da alles rausnehmen, den zerlegen. Und... So, was hast du denn Schönes für uns? 500 Kilogramm Algen. Oder noch jemanden, der was tun kann. Nein, wir nehmen die Algen, sorry. Wo wir natürlich gerade auf... Ja, ist egal. Okay, niemand geht graben. Prioritäten, so, wo haben wir euch beide denn? Ah, okay.
viel wichtiger wäre mir eigentlich, bis du da einsteigst. Weil das würde ja vieles einfacher machen. Weltraummission. Muss ich denn den ganzen Rest hier umschalten, muss oben bleiben. Ja, Landwirtschaft kann ich sowieso runtersetzen, da haben wir ja Woven. Das ist ja gar nicht mehr notwendig. Na gut, so, ein neuer Tag, ein neues Glück. Jetzt wird hoffentlich erst hier gegraben. Und wenn du dann schon hier bist, dann mach doch die Sachen danach direkt im Anschluss auch. Ja. So, und dann kannst du auch den noch ausgraben in der Hoffnung, dass das hilft. Nee, also es ist tatsächlich behoben. Das, ich finde das, auch wenn es gerade nicht hilft und ich fast alles ausprobiere, um das doch hinzubekommen, finde ich das gut. Schön, dass dieser Bug behoben ist. So, dann müssten wir aber gleich trotzdem einen neuen haben, wobei ich ja jetzt schon gesehen habe, dass er das trotzdem nicht macht. Könnte das... Ne, Quatsch, die Forschung war auch vorher bei ihm schon deaktiviert, also kann es damit nicht zusammenhängen. Ach, Mensch. Könnte auch der Punkt hier sein, ne? Mensch, 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 Mensch. Obwohl ich den hier, Entschuldigung, Bedienung auch nicht runtersetzen sollte, weil damit werden ja auch zum Beispiel die Maschinen hier mit Holz versorgt und so weiter, ne? Trotzdem wird das alles ignoriert. Versuchen wir es so nochmal. Nö, er macht trotzdem mit der Bedienung weiter. Eingestellt ist alles. Man kann auch hinkommen. Wir haben auch... Gut, dass wir... hier so viel Sauerstoff drin haben, dann könnten die beiden nämlich nichts. Oder ist das so schlau? Ist es nicht vielleicht sogar besser, die hier drin zu lassen? Nee, wir haben sowieso so viel Sauerstoff hier drin. Aber ich hatte, glaube ich, das Angreifen auch runtergesetzt, ne? So. Okay, wir schauen mal nach, ob Bogus sich schon erholt hat. Na, fast. Wenn wir Bogus gleich wieder rüberschicken, wir können ja mal ein bisschen priorisieren. Also, was wir zuerst machen sollten, ist das plus das Bett. Das ist 7. Beides auf 7. Warte, Moment, wo ist Bogus? Da. Graben und... bauen ist dann das zweitwichtigste. Ja. Okay, Sauerstoff ist auch ein großes Problem. Wir haben ja auch keine Algen mehr. Ah, das ist was. Doch, klar haben wir hier Algen. Wird vielleicht nicht richtig angezeigt, weil niemand da ist. So, okay, das gehört, glaube ich, zur Lebenserhaltung, ne? Auch das würde ich dann gerne bei Bogus hochsetzen. Wie weit ist das Ding aufgeladen? Er ist 36%.
Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Nicht, dass da wieder irgendwas eng wird und wir ihn zurückschicken müssen. Vor allen Dingen müssten wir eigentlich auch einen Forscher erstmal, obwohl, ne, das könnte Bogus zur Not lernen. Ich wollte sagen, einen Forscher rüberschicken, damit wir, sag's euch, hier den Teleporter aktivieren könnten, um hier auch Nahrung herzubringen, weil das natürlich mit 0 Kalorien auch ziemlich überschaubar. Hier unten wäre auch eine Ration. Achso, ja, es wird jetzt gar kein Material hier angezeigt, solange niemand hier ist. Können wir auch keine Aufträge verteilen. Was machen die denn die ganze Zeit wohl da unten? Also nach wie vor verstehe ich nicht, warum Flo da nicht einsteigt. Flo, schauen wir uns das nochmal an. Also, wir haben jetzt hier Rocketry ganz nach oben. Wir haben Aufräumen, das ist das, was er jetzt gerade macht. Eine Priorität weiter unten. Verstehe es nicht so ganz. Funktioniert dann der Skill hier noch nicht richtig? Wahrscheinlich hat es eher damit zu tun. Wir probieren mal was. Ich wähle mal Flo aus. Geht gar nicht. Nee. So, jetzt aber, dann gehen wir hierher. Und wir können ihn hier auch nicht hinschicken. Ich meine, vielleicht ist das, was grundsätzlich nicht unterstützt wird, aber irgendwas ist hier gerade ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Also für mich sieht es nach einem Bug aus. Wahrscheinlich ist das wieder irgendwas anderes, was ich nicht checke, aber naja. Alle Stress hier, das haben wir auf jeden Fall jetzt im Griff durch die Raumboni, durch die weiteren Änderungen. Dadurch, dass wir die Temperatur hier ziemlich stabil halten. Was hier immer noch nicht so gut funktioniert, ist mit dem CO2. Das müssten wir vielleicht noch mal so noch weiter verbessern. Oh, wir haben auch keine Erde gleich mehr. Okay, das heißt, wir müssten hier mal auf... Ah doch, wir haben noch viel Erde. Okay. Trotzdem müssen wir auf Dauer natürlich auch auf besseres Essen umsteigen.
eigentlich unsere Erfindung hier unten vom letzten Mal? Funktioniert nach wie vor hervorragend. Es bringt nur nichts, weil wir... Ist denn hier vielleicht irgendwas geändert worden? Ich habe leider vor der heutigen Aufnahme nicht geschaut und es ist schon Mittwochmorgen, ob es vielleicht einen Patch gab, und ich befürchte, den gab es. Ich kann parallel mal auf dem anderen schauen. Das geht fast so, dass es niemand mitbekommt. So. Okay, wir schauen mal, ob wir hier alles vorbereitet haben. Ich glaube, das haben wir. 64%. Wir könnten ja auch noch Schmutzwurzeln und sowas vergraben sein. Da könnten wir auch gleich mal nachsuchen. Dass wir dann erstmal ein bisschen Essen kriegen. Wir machen das einfach mal. So, Teleporter. Hier irgendwo da, genau. Bogus, du darfst mal wieder. Los geht's. Genau, erstmal wird Wasser gebracht. Ah, Moment, können wir... So, dann gibt es nämlich auch wieder mehr Wasser, dann nicht immer nur ein paar Gramm. So, was liegt jetzt an? Algen, sehr gut. Priorisierung klappt schon mal gut. Dann am nächsten Morgen bitte gleich ein Bett bauen. Dann hoffen, dass hier irgendwo Essen zu finden ist. Dort einen Raumbonus. Ich hoffe, dass das hier einen Raumbonus gibt, sonst müssten wir hier vielleicht gleich nochmal das hier. Na gut, das ist jetzt fast fertig, aber das hätten wir uns sonst eigentlich auch schenken können. Ich weiß, du kriegst Hunger. So, jetzt haben wir hier noch einen Raumboni. Sehr gut. Okay, das waren jetzt zwei unnötige Aufträge. Wo machst du jetzt weiter? Hier, ach, die kannst du nicht graben. Oh. Schon. Aber... ja doch, hier könnte auch was zu finden sein. Das Problem ist nur gerade, dass das Graben im Avisalit ziemlich lange dauert. Na, obwohl, so lange ist es auch nicht. Bogus jetzt. Obwohl, das Bauen ist sowieso noch niedriger. Okay. Muss schon wieder auf Toilette? Okay, das kommt jetzt gerade überraschend. Du hast doch gerade erst. Ah, eine Schmutzwurzel, sehr gut. Okay. Ich hoffe, dass es davon gleich noch ein paar mehr gibt. Wir werden extra da nochmal buddeln, und hier sind auch noch ein paar vergrabene Objekte. Hm.
denke, wir arbeiten uns da auch mal hinfort. Hindurch. Noch eine Schmutzwurzel, sehr gut. Da liegt auch noch eine. Okay, das hilft alles schon mal. Da liegt noch eine Melaus. So, Bogus, Bedienung müssen wir bei dir hochstellen, dass wir Strom kriegen. Weil sonst haben wir gleich wieder ein Sauerstoffproblem, was wir sowieso schon... Ne, das kriegen wir nicht gleich, das haben wir schon. Okay, Algen ist noch ein bisschen was da. Benötigt Leerung. Warum wird denn das nicht geleert? Lebenserhaltung haben wir hoch. Gehört das zu aufräumen? Lager leeren, ja. Also ein Duplikant alleine ist schon echt eine Herausforderung. Ja, dann bitte das gleich machen. Ich kann hier jetzt natürlich einen Kohlegenerator aufstellen, aber der macht das Ganze nur... noch schlimmer. Und vor allen Dingen, wir haben hier kein veredeltes Metall. Das bringt halt nichts. Nee, das wäre der schlechteste Ort, um den Biodrucker zu benutzen. Grillo verfällt wieder in Panik. So, es gab tatsächlich vor 11 Stunden ein Update. Das habe ich jetzt gerade schon mal gelesen. Ist es hier jetzt euer, hier mit dem Sauerstoff ist es hier schon mal deutlich besser geworden dadurch. Noch nicht perfekt, aber es wird besser. Klo ist immer noch nicht in der Rakete. Na, hier wird auch nicht weiter gebaut. Ach. Ach, Krillo. Das hat keiner gesehen, oder? Gut. Da bin ich ja beruhigt. Oh nein, oh nein, oh nein. So, jetzt darfst du starten. Das ist nicht zu glauben. Wurde nicht gefunden, what? Wollte schon sagen, was geht denn jetzt hier ab? So, du darfst da landen und dann darfst du wieder dorthin zurückfliegen. Und wir stellen hier auf All um. Genau, putz dir deine Rakete mal eben ein bisschen. Und wir haben hier jetzt wieder einen Rover. Ach, wie göttlich. Kann aufräumen und. Ja, beim nächsten Mal weiß ich dann auch wieder, wie wir damit an müssen. So, unsere Schleimlungenkeime, das sinkt jetzt auch. Das erwerte ich auch mal als Erfolg. Jetzt muss ich mir hier wegen dem Wasser was überlegen. Wir haben da Wasser. Das heißt, wir könnten hier auch den Pegel durchaus noch weiter senken.
Wir verbrauchen hier auch, glaube ich, kaum Wasser. Ist schon wieder beladen. Ich hoffe mal sehr, da ist nicht. Ne, der ist nicht reingestiegen. Ja, wobei das. Doch, das bringt wohl was. Wer hat denn eine Sau? Ach so, ja. Das machen wir. Ich wollte eigentlich jetzt schon zum Ende kommen, aber nein. Obwohl, da war eh schon mal was reingelaufen, glaube ich, ne? Wir bauen jetzt eine neue Toilette. So, das hier ist fertig. Dann können wir das jetzt so machen. Die beiden. So. Und hier oben. Können wir verschmutzt. Haben wir jetzt. Ja, doch, wir haben noch was. Okay. Ist mir eigentlich auch egal, was wir da auskippen. Verschmutztes oder sauberes Wasser ist. Hauptsache, da wird schnell was ausgekippt. Ah, da nimmt schon jemand Wasser. Perfekt. Vielleicht ist es mir doch nicht egal, weil wenn wir sauberes Wasser nehmen, verteilt sich das nicht. Ach ja. Die üblichen Probleme, ne? 3 Leuchtnymphen-Eier, 3 Heilpillen. Ich glaube, so ein bisschen Licht und so. Neben dem, was wir sowieso schon haben, tut hier ganz gut. Muss doch nicht sein, dass ihr immer da auf Toilette geht. Jetzt hier oben? Nein, haben wir immer noch nicht. Bringt der jetzt wieder sauberes Wasser? Das habe ich da ausgestellt, oder? Ja, vielleicht ist das ein Bug, dass der das Wasser aufgenommen hatte, um es hierher zu bringen, und weil ich das ausgestellt habe, trägt er das jetzt immer noch mit sich rum. Wird das dann auch, es wird sogar auch angezeigt. So, und für diesen hier können wir dann jetzt auch normales Wasser einstellen. Ist halt einfach trotzdem nichts passiert, ne?
Okay, ja, ich habe es jetzt gerade eben nachgelesen, es ist tatsächlich so. Okay. So, ich glaube, wir haben es jetzt hier. Dass wir nur noch das Kabel anschließen müssen und dann können wir mit dem Teleskop hier endlich loslegen. Und ja, da müssen wir hier nur noch einem der beiden den entsprechenden Skill beibringen. Ich denke, Flo wäre da eher der Richtige, weil der genug Punkte hat. Und Rowan muss sowieso hier erst noch andere Sachen auch lernen. Jetzt aber. Gut, dann sind, haben wir hier jetzt soweit alles am Laufen. Wir werfen noch mal kurz einen Blick hierher, wie Bogus hier zurechtkommt. Stress 5% sieht schon mal viel besser aus. 0 Kal oh, er ist wieder hier durchgeflogen. Macht er das jetzt noch mal? Bestimmt. Und das war auf der langsamen Geschwindigkeit, ne? Machen wir doch mal die schnelle. Es wird so langsam das Essen tatsächlich hier zum Problem. Buddeln wir doch mal hier ein bisschen. Bogus hat das hier erstmal halbwegs im Griff. Also mal abgesehen von der Nahrung, aber ich glaube, hier unten sind noch mehrere, wo wir gleich hingehen können. Ja doch, ne, machen wir ruhig den auch mit. Ja, haben wir eigentlich schon über den nächsten Stream gesprochen? Fällt mir gerade noch so ein. Nee, haben wir nicht, ne? Am Heiligabend ist es soweit. Allerdings ist es dann wirklich schon Abend, nämlich so circa 22 Uhr, 22.30 Uhr werden wir loslegen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und ja, würde dann so jetzt auch fast das Video beenden wollen. Lassen unseren superschnellen Bogus hier noch ein bisschen buddeln. Ich grab doch da auch mal ein. Da ist schon mal eine Schmutzwurzel. Okay. Damit haben wir dir erstmal den Tag gerettet. Ja, das war's dann für heute hier wieder. Sitzt zufällig schon jemand da drin? Nee, noch nicht. Okay. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Den Teil hier überspringen wir einfach mal, reden wir nicht weiter drüber. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht. Hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, bis bald, euer Krillo.